You always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt at all. You always take the sweetest rose and crush it. Morgen. Kann ich euch irgendwie helfen? Geht schon. Oh. Komm, Mama, dann lass doch gut sein. Nee. Ich hab gern ein Auge drauf, bevor die Lieferung rausgeht. Wenn du dir gerne die Kisten schleppst, dann weiß ich ja schon, wer demnächst der Julia beim Umzug hilft. Ja, von wegen. Wann ist es denn soweit? Ich hab den Mietvertrag noch gar nicht unterschrieben. Immer noch nicht? Du musst aber aufpassen, dass dir nicht jemand die Wohnung wegschnappt. Mach ich, Mama. Und, vielleicht kannst du ja mal Felix fragen, ob er heute Abend zum Essen kommen will. Das war so nett neulich. Ja, vielleicht ein anderes Mal, okay? Klingt aber nicht sehr engagiert. Meine süße Schwester, denk immer, alles fällt dir in den Schoß. Auch die Männer. Sag mal, die Kiste, steht die nicht falsch rum? Max! Tatsächlich. Du hast die doch gerade da reingestellt. Oh nein, wenn ich die reingestellt hätte, stände sie... Schönen Tag euch! Ja? Grüß dich, Pfarrer. Hey. Hallo. Toni, was soll das denn? Was soll was? Seit Tagen gehst du mir aus dem Weg. Hä, Schmarrn? Warum sollte ich? Ja, deswegen frage ich ja. Ja, mir fällt kein Grund ein. Und wieder weichst du aus. Was willst denn du jetzt hören? Na, das, was die ganze Zeit zwischen uns steht. Das willst du jetzt hören. Das weißt du ganz genau. Nein, das weiß ich nicht. In dem einen Moment sagst du zu mir, ich soll mein Leben leben. Und in dem anderen siehst du mich und Felix und haust einfach ab. Ja, genau. Ich muss in die Kirche. Ja, Toni und die Kirche. Ja, ich und die Kirche. Angebot vom Priesterseminar in München. Woher weißt du das denn jetzt? Na, der Generalvikar hat deswegen jetzt einen Termin mit ihm. Herr Generalvikar! Grüß Gott! Grüß Gott, Frau Schinde. Und Sie sind sich sicher, dass Sie den Termin jetzt haben? Ja. Ich habe den Herrn Pfarrer nämlich gerade in die Kirche gehen sehen. Was? Aber wir haben den Termin hier. Was soll denn das? Tja, gut, dann gehe ich eben rüber. Danke für den Kaffee, Frau Fricke. Gerne. Ein bisschen zu sauer für meinen nervösen Magen. Du wusstest das mit München? Ja. Und was, wenn er jetzt wirklich von hier weggeht? Dann ist es eine ganz persönliche Entscheidung. Also ich kann da nicht so ruhig bleiben wie du. Niederegger. Erst hatten Sie mich tagelang hin und dann muss ich Ihnen auch noch hinterherlaufen. Ich wollte wirklich gleich zu Ihnen kommen, Herr Generalvikar. Tut mir leid. Schon gut. Hauptsache, Sie haben endlich eine Entscheidung getroffen. Ja. Ja, das habe ich. Aber vielleicht nicht hier. Vielleicht können wir in die Sakristei. Nein, bitte. Jetzt und hier Ihre Entscheidung. Ich danke Ihnen wirklich sehr dafür, dass Sie mich für die Stelle in Betracht gezogen haben, aber... Ich werde die Leitung des Priesterseminars nicht annehmen.